Jesus sagt, ihr seid mein Himmel auf der Erde. 6. November 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Nun, meine geschätzte Hartweller-Familie. Es scheint, dass jedes Mal, wenn ich einen Tag verpasse, die Botschaft noch stärker ist am nächsten Tag. Heute Abend haben wir eine wunderbare Botschaft empfangen über die Liebe, die Jesus für uns empfindet, für euch im Besonderen, und wonach er sich sehnt, es mit euch zu erleben und ihr mit ihm. Ich möchte anfangen damit, interpretiert nichts falsch in diese Botschaft. Dies ist ein reiner Austausch göttlicher Liebe, die nichts fleischlich-körperliches beinhaltet. Es ist absolut reine Liebe im Geist und dies ist mit allen von euch möglich. Dies ist, wonach er sich sehnt, mit allen von euch. Diese Botschaft handelt nicht von mir. Sie handelt von Jesus und wie er sich nach euch sehnt. Ich möchte anfangen, indem ich die Erfahrung beschreibe, die ich erlebte, als ich ins Gebet kam. Wie werde ich euch jemals die Freude kommunizieren können, die ich heute erlebt habe? Liebe Familie, die letzten paar Tage waren so zerrissen von Dingen, die falsch laufen und die meine Zeit in Anspruch nehmen. Krankheit und Seelen, die sofortige Aufmerksamkeit brauchten. Dass ich nicht jenen innigen Liebesaustausch mit unserem Herrn hatte, den ich brauche, um mich am Laufen zu halten. Aber heute steuerte ich direkt in die Anbetung, als ich aufstand, bevor mein Verstand eine Gelegenheit hatte, über die Dinge der Welt nachzudenken. Und obwohl meine Gedanken die ersten 40 Minuten doch diesem und jenem nachjagten, gelang es mir nach circa 60 Minuten, mich zu verbinden und zu sehen, was wirklich geschah im Geist. Der Herr selbst war so eingetaucht in meine Liebe zu ihm. Es war ein unvergesslicher Anblick. Ich konnte seine warme Gegenwart fühlen, die mich umgab, in einer solch reinen, heiligen Weise. Als ich aber einen flüchtigen Blick auf sein heiliges Gesicht erhaschte, war ich so erstaunt. Wir tanzten zu den Terry McAlmon-Liedern. Speziell zu Praise Him. Und die Augen von Jesus waren geschlossen, während er seinen Kopf auf meinem ausruhte. Und es war das perfekte Bild von jemandem, der völlig durchtränkt ist von Liebe. Oder gibt es eine Strophe in jenem Lied, welchem wir zuhörten, die sagt, lass mich meine Liebe über dich gießen, der Duft meines Herzens. Und das beschämt mich immer und ich weiche zurück, wenn ich jene Linie höre, weil ich mein Herz überhaupt nicht als duftend wahrnehme. Ich sehe es durchlöchert mit Fehlern, die mich zurückschrecken lassen, beim Gedanken, sie über meinen Jesus zu gießen. Als ich aber sah, wie er die Inhalte meines Herzens genoss, begann sich alles zu verändern. Er muss irgendeinen Filter haben. Als ich auf sein süßes Gesicht blickte, das völlig gefesselt war von mir, begann ich zu vermuten, dass es da etwas Duftendes geben muss. Oder er wäre nicht so gefesselt. Als diese Dinge durch meinen Kopf zogen, sah ich Tränen über seine Wangen rollen und ich hörte ihn sagen,
Wenn ihr nur wüsstet, wie viel Trost ihr mir bringt. Dies ist mein Himmel auf Erden. Wow! Ich hatte oft versucht, meinen Fokus zu behalten in der Anbetung, um nur einen flüchtigen Eindruck zu erhaschen von dem, was wirklich geschieht zwischen uns, und ich würde nur ein wenig sehen und meine Gedanken würden zurückgleiten in törichte Gedanken wie: Meine Füße sind kalt, ich muss jene Socken bestellen, oder ich muss meinen Besen finden. Lief wieder jemand weg mit ihm? Er war noch dort gestern Abend. Oh Mann! Und dann realisierte ich, was geschah, und ich versuchte, meine Aufmerksamkeit zurückzubringen zum Herrn und die Anbetung, bis ich in der Lage war, meinen Fokus die meiste Zeit auf ihm zu halten. Ich weiß, dass das eine Gnade war, die er mir gab, weil ich weiter nach ihm rief: Herr, bitte, hilf mir, meine Aufmerksamkeit auf dir zu halten. Dies war der Moment, wo ich in diese erstaunliche Glückseligkeit eintrat, ein Gefühl von perfekter Zufriedenheit und süßer Erfüllung von allem, wonach sich meine Seele jemals sehnte. Sehr ähnlich wie durchtränkt zu sein in der geistigen Entsprechung von warmem Honig, auf meinen Kopf gegossen und über mich fließend bis zu meinen Zehen. Dann fügt die Vision des Herrn hinzu, in völliger Einheit mit meinen Gefühlen. Er selbst erlebte diesen warmen Honig auch, und da gab es einen glückseligen Moment der Vereinigung unserer Wesen, der mich durchtränkt zurückließ mit einem sanften Frieden und völliger Zufriedenheit. Er war zu Tränen der Dankbarkeit gerührt durch diesen süßen himmlischen Austausch zwischen uns. Stellt euch das vor. Gott fühlt Dankbarkeit für unsere Liebe zu ihm. Wie kann einer solche Geheimnisse begreifen, dass Gott irgendein Vergnügen findet, geschweige denn Glückseligkeit, in irgendeinem von uns? Nun, er tut es. Während er mich hielt, verschwanden diese törichten Fragen. Dann begann Jesus zu sprechen. Meine zärtliche Geliebte, wie gesegnet ich bin, dich in meinen Armen zu haben, für nur diese kurze Weile. Wenn die Menschheit nur die außergewöhnliche Liebe erfahren könnte, die ich für sie empfinde, es würde niemals wieder Sünde die Welt betreten. Nun, ich konnte es einfach nicht empfangen. Eine rote Fahne stieg auf. Wie erkläre ich euch das? Ich akzeptierte es, wie es war, aber ich wusste, dass Menschen es hinterfragen würden. Also musste ich es tun. Ich Dummerchen. Ich konnte jenen zärtlichen Moment nicht einfach genießen, weil ich wusste, dass er Einwände hervorrufen würde bei anderen. Und ich wollte nichts davon abgetan haben als meine eigenen Träumereien. Wirklich, ich wollte, dass andere es verstehen, also bat ich: Bitte erkläre es mir, Herr, was ist mit dem freien Willen? Oh ja, da gibt es den freien Willen. Wenn aber eine Seele durchdrungen sein könnte, bis ins Mark ihrer Knochen mit der Liebe, die ich für sie empfinde, würde die Sünde niemals wieder die Leben beherrschen. Das Problem kommt auf, wenn die Seele mich nicht haben will, wenn sie sagt, bis hierher und nicht weiter. Das ist ihr Verderben und Untergang.
Schaut, ich sollte das ein bisschen anders formulieren. Wenn nur die Menschheit mir erlauben würde, ihr eigenes Wesen zu durchdringen, mit der grandiosen Liebe, die ich für sie empfinde, würde Sünde niemals wieder die Welt betreten. Es wäre für eine Seele, die von meiner Liebe durchdrungen ist, unmöglich zu sündigen. Aber wie ich sagte, das Problem kommt auf, wenn die Seele die Linie zieht, nicht ich. Verstehst du jetzt, meine Liebe? Ich verstehe, Herr. Ich habe die Eigensinnigkeit der menschlichen Herzen gesehen, wenn es darum geht, dich völlig zu empfangen. Ich war schuldig für das Gleiche. Ja, und es ist so vergeblich, so unheimlich karg und fruchtlos. Wenn sie mir nur vertrauen würden, würde ich ihnen meine Liebe beweisen. Sie würden die Belohnungen erleben, von meiner Liebe durchflutet zu sein. Und sie würden sogar die langfristigen Widerstände verstehen, die für jene keinen Sinn ergeben, die im Fleisch leben. Ich denke, dass er da über Dinge spricht, wie warum sterben Menschen, warum werden Kinder krank. Diese nachhaltigen Gegensätze von Liebe. Aber sie würden sie verstehen, wenn sie genug durchdrungen wären von dem Herrn. Claire, mein liebstes Kind und meine Liebe, es ist deine ernste Verantwortung, ihnen diese Liebe zu offenbaren. Lass sie nicht weitergehen in ihrer Blindheit für meine Liebe. Tue alles in deiner Macht Stehende, den Duft meiner Liebe für sie zu verbreiten. Alles, verstehst du, meine Liebe? Tue alles in deiner Macht. Ja, Herr, o Gott, hilf mir. Zeige mir, was in meiner Macht steht, mit deiner Gnade. Ich werde. Rufe die vielen um dich herum dazu auf, dich zu unterstützen. Erforsch die Anlaufpunkte, reicht hinaus in die fernen Winkel dieser Erde mit meiner Liebe. Verkündet es von den Dächern und sendet sie auch in das Innere und die dunklen Orte dieser Erde. Denn ich rufe alle Menschen zu mir, damit ich sie lieben kann, wie sie niemals zuvor geliebt worden sind. Diese Liebe ist so außergewöhnlich, dass selbst wenn ihr für Jahre arbeitet, um die unendlichen Grenzen ihrer Quelle zu erreichen, würdet ihr trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt haben. Sie ist so gewaltig, dass ich nicht einen abweisen kann, selbst die Gottlosesten unter den Menschen. Wenn sie Buße tun, schwingen meine Arme weit auf, um sie zu empfangen. Die Türen meiner unendlichen Barmherzigkeit haben bis jetzt noch nicht geschlossen. Sie sind immer noch offen. Da gibt es immer noch Hoffnung. Ich kenne die Ermüdung meiner Bräute, aber ich weiß auch, dass meine Bräute mich mit ihrem Leben lieben. Und nichts ist zu groß für sie, warum ich sie bitte. Nichts. Ich bitte immer noch um Geduld zu dieser Stunde. Geduld, Gebet, Langmut und Wohltätigkeit für die Menschheit. Schon sehr bald werdet ihr mit mir im Paradies sein. Schon bald, meine arbeitenden Geliebten. Dann wird all dies wie ein schlechter Traum sein. So viel wird einfach dahinschwinden, wenn ihr die Küsten eures Zieles erreicht habt. Ich habe euch so viel versprochen und ich werde euch nicht betrügen. So viel wird noch hinzugefügt
zu euren Schatzkammern im Himmel. Während ihr weitermacht, Schulter an Schulter, zu marschieren mit Frieden, Liebe und Hingabe, um Seelen in meinen Schoß zu bringen. Ich habe lange auf eine solche Seelenarmee gewartet, die Acht geben würde aufeinander, ohne Gedanken an ihre eigene Belohnung. Und auf diesem Kanal habe ich solche wie diese gefunden. Ihr seid alle zusammengezogen worden von der Liebe, die aus meinem Brunnen der Gnade im Himmel fließt. Alle von euch haben ihren eigenen Teil dazu beigetragen, in dieser Mischung Gnade um Gnade um Gnade hinzufügend. Und das ist, wie es sein sollte. Das Erleben meiner Liebe auf diesem Kanal ist erhöht aufgrund eurer Selbstaufopferung und eures Fokus auf mich und jene, die ich euch anvertraue. Wie wunderbar ist es, diese Symphonie der Liebe zu sehen, wie sie auf den süßen Saiten des Himmels spielt und alle Menschen zu mir zieht. Ihr habt viele Stürme überstanden, viele feurige Pfeile, viele Versuchungen, um eure reinen und liebenden Opfer zu verderben, viele Versuche, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Ihr habt große Geduld und Tugend gezeigt. Ihr seid meine zuverlässigen Diener und ihr wart treu über die kleinen Dinge. Jetzt kann ich die Gnadengaben erhöhen für meine bewährten Seelen. Ja, ich werde eure Gaben der Weisheit, Liebe, Geduld und Effektivität im Gebet erhöhen. Ihr werdet auch mehr Heilungen und mehr schmelzende Herzen sehen in euren Armen, während sie ihr Leben mir übergeben. Viele von euch waren auch verschmäht und auf euch wurde hinuntergeschaut, in euren eigenen Kirchen. Viele haben tatsächlich ein Leben in Zurückweisung und im Nicht-Beachtet-Werden ertragen. Für die einflussreicheren und auffälligeren Christen. Darf ich sagen, eure Demut hat euch die hohe Ehre verschafft, meine paar Auserwählten zu sein, die den Nektar meiner Liebe zu dieser bitteren und finsteren Welt bringen. Beachtet, ich sagte nicht Wissen oder Bildung, oder Kompetenz. Nein, all jene Dinge dienen nur dazu, jemanden aufzublasen. Sie haben ihre Berechtigung, wenn damit mit extremer Demut umgegangen wird. Aber sie sind nicht die endgültige Nahrung des Himmels. Und ihr habt alle den besseren Teil der Liebe gewählt, um den Duft meiner zarten Liebe in einer verletzten und verdunkelten Welt zu verbreiten. Ich weiß, dass dies nicht einfach gewesen ist für euch. Ich weiß, dass ihr oftmals nachgeben oder aufgeben wolltet. Aber lieber als eurem Fleisch nachzugeben, kamt ihr zu mir für mehr Gnade, die weise und liebende Braut, welche ihr seid. Ihr kamt vor mich, bevor ihr zurücktreten würdet und batet mich um mehr Gnade. Und ich habe sie euch nicht verwehrt. Ihr seid auf dem Kurs geblieben und ihr lauft das Rennen und setzt eure Augen auf den Preis der hohen Berufung, wie es geschrieben steht. Ich sehe mich selbst nicht, als ob ich es schon begriffen habe. Aber eines mache ich. Ich vergesse das, was hinter mir liegt, und reiche hinaus, was vor mir liegt. Ich dränge in Richtung Ziel für den Preis der höheren Berufung Gottes in Jesus Christus.
Philipper 3,14. Und dafür lobe ich euch und ich verspreche euch noch mehr geistiges Territorium, weil ihr treu gewesen seid mit wenigen Dingen, werde ich euch für viele Dinge die Verantwortung übertragen. Matthäus 25,21. Gnade baut auf Gnade, und wie ihr mit meinen Schafen und meinen Lämmern umgeht mit Zärtlichkeit, meine Liebe offenbarend, werde ich eure Salbung erhöhen. Wenn ihr wenige seid an der und euch Zahl, in die Fülle, ihr seid mächtig Berufung in Gnade bringt. Und Weisheit. Um die Gebrochenen und Entfremdeten in mein Königreich zu bringen. Ihr ebnet den Weg für meine Rückkehr. Ihr alle in euren eigenen Bereichen seid Stimmen, die hinausrufen in die Wildnis, wie es geschrieben steht. Eine Stimme, die hinausruft in die Wildnis, bereitet den Weg für den Herrn, begradigt die Wege für ihn. Jedes Tal wird aufgefüllt sein und jeder Berg und Hügel erniedrigt. Die schiefen Wege werden begradigt sein, die rauen Wege besänftigt. Und alle Menschen werden die Erlösung Gottes sehen. Lukas 3,4. Ihr begradigt tatsächlich die Wege für mich in den Herzen der Menschen. Ihr habt abgelehnt, euch zu verhaken in lehrmäßigen, religiösen Auseinandersetzungen, Redekünsten und Haltungen. Nein, eure Wege sind meine Wege der Liebe, ohne die religiöse Straße, den religiösen Klotz und die religiösen Hindernisse, welcher meine Leute so überdrüssig geworden sind. Sie sind hungrig danach, mich zu erleben, jene innig reale Erfahrung und Beziehung mit mir zu haben, nicht mit Menschen und Institutionen. Jedes Tal soll tatsächlich aufgefüllt sein, während Demut gehegt und genährt wird unter meinen Auserwählten. Ihr habt den Weg so niedrig gemacht, dass selbst das kleinste Kind ihn überqueren kann. Die Berge von Stolz, Prominentenkult und Darbietung wurden ersetzt mit der einfachen Wertschätzung jeder Seele, unabhängig, wie niedrig und sündhaft sie ist. Denn meine Liebe ruft hinaus, kostbar, kostbar, kostbar ist die Seele, die hungrig ist nach mir, denn sie wird mich bekommen. Es ist mein Blut, das die Geringsten unter den Menschen kostbar gemacht hat. Da gibt es keinen Preis, der für solche wie diese bezahlt wird, der größer ist. Keine Seele ist größer als mein Opfer am Kreuz. Ja, es ist der große, anzupassende Bereich, wo Berge von Stolz und Heuchelei als völlig wertlos niedergerissen werden müssen, durch welche die Menschen regiert werden. Die schiefen Wege, welche von Menschen erfunden wurden und viele zum Aufgeben veranlassen, bevor sie mich erreicht haben, werden völlig zerstört sein. Die rauen Wege, die Leistung verlangen für dies oder jenes, werden entfernt sein. Nichts wird erlangt, alles ist ein freies Geschenk, denn meine Arme sind weit offen und sie hegen und pflegen alle, die zu mir kommen, unabhängig wie niedrig ihre Lebenssituation sein möge. Ihr seid wirklich in den Fußstapfen eures Vorgängers Johannes gewandelt. Und wie er es tat, begradigt ihr den Weg für euren Herrn.
Seid also guten Mutes, meine Auserwählten. Wisst, dass eure sehr kleinen und demütigen Rufe die Enden der Erde erreichen und die Ernte einbringen. Lasst niemanden euch beängstigen oder entmutigen. Ja, nehmt jeden Gedanken gefangen und fahrt weiter im Wissen, dass ihr mich erfreut. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Macht also weiter, den Weinberg zu pflegen und den süßen Wein meiner Liebe zu euren Mitmenschen hinauszutragen. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.